Im Igapark Rostock feiern ehemalige Mitarbeiter der deutschen Seereederei Rostock ein rundes Jubiläum. Die DSR wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Vor über einem halben Jahrhundert wurde das Unternehmen als VEB Deutsche Seereederei Rostock mit nur 2 Schiffen gegründet. Zum Ende der DDR war sie mit über 14.000 Beschäftigten und 161 Schiffen eines der größten Unternehmen in der Republik. Rostock ist mit der DSR und die DSR mit Rostock gewachsen. Aber natürlich sind für uns ganz, ganz wichtig die letzten 20 Jahre nach der Wende. Die DSR hat sich stark verändert. Sie hat heute immer noch 1.500 Mitarbeiter. Sie hat die Wendezeit überstanden. Und sie arbeitet heute in dieser bewussten Tradition der 60 Jahre zur Region, Aufbruch zu neuen Ufern. Derzeit hat die DSR mehrere Tochterunternehmen, die überwiegend in der Immobilien- und Touristikbranche tätig sind. Bis Sonntag werden die Feierlichkeiten rund um das Traditionsschiff weitergehen. Morgen Abend zeigt das Nordmagazin einen ausführlichen Bericht über die Geschichte der DSR. Und auch in unserer Zeitreise schauen wir auf die Seefahrt. Wir blicken 60 Jahre zurück. Die damals noch junge DDR hatte keine Devisen. Und was fatal war für die Welt, für den weltweiten Handel, auch keine Schiffe. Die deutsche Seereederei Rostock wurde gegründet und man plante trotz aller Widrigkeiten eigene Handelsfrachter zu bauen. Die Männer damals an Bord erinnern sich heute. In Rostock liegt ein stattliches, elegantes Schiff, ein Zehnmaster. Jeder kennt die MS Frieden heute als Museum. Vor 60 Jahren aber begründete dieser Schiffstyp den Ruf der DDR als größte Seefahrernation Europas. Seine Anfänge sind mehr als stürmisch. Gerhard Marx ist ein Mann der ersten Stunde. Er hat das Schiff in den 50er Jahren mitkonstruiert und ist dann als leitender Ingenieur auf ihm gefahren. Als damals beschlossen wurde, diese Schiffe zu bauen, 1951, mit der Maßgabe von Berlin, hierfür wegen der westlichen Embargopolitik nur Erzeugnisse aus DDR-Produktion einzubauen, erschien dieses Vorhaben in Fachkreisen also völlig illusorisch. Die junge DDR mobilisiert alles, was das Land zu bieten hat. Der Schiffstyp 4, Marke Eigenbau, soll in Serie vom Stapel laufen. Da ist kühne Kreativität gefragt. Wenn ich bloß mal daran denke, an unsere ganzen Motoren, die also 24 Stunden am Tag durchliefen, die wurden auf Geheiß des Maschinenbauministeriums in Berlin in einem Betrieb in Atern gebaut. Der hatte früher Milchzentrifugen gebaut. Und nun lag es ja nahe, weil ja kein Betrieb da war, haben sie gesagt, wenn ihr Milchzentrifugen baut, dann könnt ihr jetzt auch mal Schmier- und Treibelseparatoren bauen. Trotz größter Schwierigkeiten bei Konstruktion und Bau fahren wenige Jahre später 12 Schiffe dieses Typs auf den Weltmeeren unter der Flagge des VEB Deutsche Seereederei. Sie liegen gut im Wasser. Kaum einer glaubt, dass die DDR sie selbst gebaut hat. Einer, der die Schiffe kennt wie kaum ein anderer, ist Kapitän Wolfgang Schneider. Das war das erste schöne Schiff und da waren wir alle stolz drauf. Ja, wir hatten 2-Mann-Kammern, das war ja alles davor viel schlechter. Also das Soziale war schon besser da drauf. Aber wir mussten auf diesem Typ sehr viel arbeiten, weil die Maschinen einmal sehr schlecht waren, weil die Pumpen am Anfang so gut wie gar nichts getaucht haben. Es gab sehr viele Probleme und deswegen erinnert man sich wohl so daran. Gerhard Marx trifft auf dem Traditionsschiff seinen alten Kollegen Hans-Jürgen Matti. Der fuhr 6 Jahre als Elektroingenieur auf einem Typ-4-Schiff. Der Frachter war ihre zweite Heimat, vor allem die Technik unter Deck. Sie mussten die Provisorien ausbaden, ohne Klimaanlage. Die Arbeitsbedingungen waren körperliche Belastung. Ne? Die Leute haben ja auch gestanden in Turnhose, in Turnhemd, Schweißtuch irgendwie um, weil das Wasser auch ständig in die Augen lief, hat man oben ein Schweißtuch rumgehabt. Das stand da neben dem Telefonhäuschen, das ist das Telefonhäuschen. Wenn man telefonieren wollte nach oben, musste man dort reingehen. Das ist ein gewisser Schallschutz. Und daneben stand immer so ein Bottich mit Kujambel. Ne? Das war so ein Thermobehälter aus Metall. Da waren ein paar Stangen Eis zerkloppt drin und da war Tee drin oder irgendein Saft. Und das hat man getrunken. Sehr viel. Man musste sehr viel trinken, weil man auch sehr viel geschwitzt hat. Ne? Also die Arbeitsbedingungen waren hier schon sehr heftig.
Etwas, wovor die Seemänner mehr als Respekt haben, suchte das Schiff mit konstanter Regelmäßigkeit heim. Ein Kolbenfresser. Kolben und Motor kommen dabei schlagartig zum Stehen. Das Schiff ist manövrierunfähig. Die Motoren hatten 420 Grad Abgastemperatur. Es war alles mächtig heiß. Und nun mussten ringsherum diese ganzen Muttern gelöst werden. 2, 4, 6, 8 Stück. Und jetzt wurde hier ein Schlagschlüssel draufgesetzt. Das stellte sich einer hier oben ruf, einen Vorschlaghammer, und hat so lange gehauen, bis sie sich gelöst haben. Es war eine richtige Knochenarbeit, nicht? Das Schiff Typ 4 fordert alles von Max und Matti. Oft sind sie Tag und Nacht im Einsatz, ganz ohne Murren. Denn das Schiff ist ein Kosmos für sich. Wir haben auch Zeit gehabt, weil zu Hause wartete keine Frau, die mit uns rumgeschimpft hat. Wo bleibst denn du wieder? Wir waren hier rund um die Uhr verfügbar. Und dann hat man auch rund um die Uhr gearbeitet, wenn es dann eben notwendig war. Die harte Arbeit zahlt sich aus. Die großen Frachter fahren nach Indien, Afrika, Südamerika. Und Hans-Jürgen Marti sieht Teile der Welt, von denen ein normaler DDR-Bürger nur träumen kann. Willkommen ist er dabei nicht immer, wie bei einem Landgang in Südafrika. Wir waren die Ersten, die zum Tafelberg hoch wollten. Und uns hat einer per Anhalter mitgenommen. Und er fragte nun, weil wir nicht gut Englisch konnten, ob wir nicht eine andere Fremdsprache beherrschen. Und irgendeiner sagte Russisch. Das führte dann zur Vollbremsung. Und wir durften den Rest des Weges dann zu Fuß gehen. Das war das Handicap. Sie waren sehr gastfreundlich, aber mit Russen oder aus dem Raum wollten sie nichts zu tun haben. Ne? Die DDR transportiert auf ihren Typ 4 Frachtern alles, was sich im Welthandel finden lässt. Autos, Tiere, Teppiche, sogar Waffen. Mit den Jahren wächst die DDR-Handelsflotte auf fast 200 Schiffe. Die Typen werden moderner, die schwierigen Anfänge verblassen. Aber nicht für die Männer der ersten Stunde. Für sie war die Arbeit auf dem Schiff kein normaler Job, sondern eine Lebenseinstellung. Die Zeit während der Typ-4-Schifffahrt war die angenehmste Zeit, die ich bei der Seefahrt hatte. Es musste zwar viel gearbeitet werden, es war noch eine große Gemeinschaft, es war noch ein bisschen eine andere Atmosphäre. Aber mit Einzug der Klimaanlagen, das habe ich dann schlagartig gemerkt, dass ich dann auf einen Typ 10 aufstieg, da hörte dieses gemeinschaftliche Zusammensein oder das häufige, tagtägliche Zusammensein, hörte schlagartig auf.